Hallo und herzlich willkommen. Für heute habe ich für euch ein Muster vorbereitet, den man auch als Bündchenmuster verwenden kann. Ich habe das jetzt hier so gemacht, weil das hier ist ganz andere Muster. Ich habe diese Muster, die zwei Muster ausprobiert mit Yoga-Socken. Es ist ganz toll dafür geeignet, diese Bündchenmuster, kann man sagen. Ist ganz einfach zu stricken. Ich habe hier für diese Muster keine Skizze. Diese Muster besteht nur aus zwei Reihen und sechs Maschen. Das heißt, Maschenzahl teilbar durch sechs und wir haben nur zwei Reihen. Diese Muster, wie du siehst, hier auf diese Yoga-Socke, was ich hier gestrickt schon habe. Vielleicht zeige ich das so, dass das ein bisschen breiter wird hier. Das ist diese Bündchenmuster. Wie gesagt, das ist schon ganz andere Muster. Ich habe das einfach ein paar Muster ausprobiert und deswegen sind das hier zwei verschiedene und hier haben wir nachher ganz normale 2x2, aber das interessiert uns nicht. Für uns ist wichtig nur dieses Teil hier. Was wir hier haben, ich hoffe, das ist gut zu sehen. Vielleicht mache ich das ein bisschen dunkler, vielleicht sieht man das dann ein bisschen besser. Ich habe schon hier angefangen, ein paar Reihen. Ich würde das mit euch, die zwei Reihen mit diesem Bündchenmuster zusammenstricken, ganz langsam, dass du dir entweder das merkst oder einfach, dass du dir das aufschreiben kannst, wie man das strickt. Im Grunde genommen könnte man das, die Skizze machen, aber wie gesagt, das sind nur zwei Reihen und deswegen habe ich gedacht, muss man das nicht machen. Wie du siehst, diese Muster geht so schräg. Dadurch, dass wir zwei Maschen da rechts verschränkt haben, denke ich, das biegt sich deswegen so. Ich habe hier auf jede Stricknadel 12 Maschen. 12 Maschen, du kannst diese Bündchenmuster oder ganz normal nennen wir das als Muster, weil ich finde, das kann man als als Bündchen verwenden, aber man kann das auch für ganze Socke, für ganze Handschuhe. Wie du siehst, so sieht das aus, wenn man das angezogen hat. Und ich finde, dass diese Muster ganz toll mit diesem dazwischen, mit diesem Ajour. Für was du das verwendest, ist natürlich deine Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir das mitteilen kannst bei Facebook mit Foto, wenn du das für ein von deinen Projekten verwendest. Wie ich schon sagte, wir haben jetzt hier auf jeder Stricknadel 12 Maschen. Die erste Runde habe ich nur linke Maschen gestrickt. Das sind in erster Runde nach dem Anschlag haben wir hier nur linke Maschen gestrickt. Danach habe ich schon angefangen mit dem Muster. Wir fangen jetzt an mit der ersten Runde. Wie du siehst, hier habe ich einen Umschlag, weil in der zweiten Runde haben wir hier einen Umschlag. Und zwar, wir stricken jetzt, Moment, ich muss das irgendwie... So ist das richtig. Wir stricken jetzt die ersten vier Maschen rechts. Die erste Masche. Dann habe ich hier von der vorigen Runde einen Umschlag und den stricken wir ganz normal rechts. Hier vorne stechen
und rechts strecken. Und noch zwei Maschen rechts. Und die nächsten zwei Maschen stricken wir links. Und noch einmal. Vier Maschen rechts. Eins, zwei, drei und vier. Und die letzten zwei Maschen links. Also wir haben in der ersten Reihe oder ersten Runde haben wir vier Maschen rechts und zwei Maschen links. Die Umschläge, die wir von vorigen Runde haben, die stricken wir auch nach rechts. Und zwar, wir stricken die nicht von hinten, sondern ganz normal von vorne. Hier stechen wir unter diesem Umschlag und machen eine rechte Masche, weil wir müssen hier diese Ajour haben. Und die vierte und die restlichen zwei Maschen stricken wir nach links. Und das war's. Das, wie du siehst, das ist wirklich ganz einfach. Auch die hier, die zweite Runde, ist genauso einfach. Vier rechts und zwei links. Ich wiederhole das nochmal. Die erste Runde, da stricken wir vier Maschen rechts. Die Umschläge, die stricken wir auch nach rechts. Und vier Maschen rechts und zwei Maschen links. Vier Maschen rechts und zwei links und so weiter. Und das ist die ganze Runde. Dieser Rapport besteht aus sechs Maschen und die sechs Maschen würden gestrickt vier Maschen rechts und zwei Maschen links. Wie du siehst, wir haben einen Rapport schon fertig. Ich habe hier immer Anfang. Und dann fangen wir an mit dem zweiten Rapport, zweite Reihe. Und da haben wir als erste zwei Maschen rechts zusammen. Da stechen wir hier von der linken Seite sozusagen unter den zwei ersten Maschen, holen den Faden durch und machen eine Masche. Dann machen wir einen Umschlag und zwei Maschen rechts hier von hinten. Einmal und zweimal. Und die letzten zwei Maschen stricken wir links. Eins und zwei. Und wieder zwei Maschen. Habe ich da Umschlag gemacht? Ja. Zwei Maschen rechts zusammen. Das heißt, wir stechen hier von der Seite. Das sind so, kann man sagen, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. So, die biegen sich hier nach rechts. Dann machen wir einen Umschlag. Zwei Maschen rechts verschränkt. Das heißt, ich stricke die nicht klassisch so hier von vorne, sondern hier von hinten. Und den Faden holen. Und noch einmal. Und die letzten zwei Maschen stricken wir links. So, das war's. Und das Ganze wiederholen wir. Das heißt, zwei Maschen zusammen rechts abstricken, Maschen, die sich nach rechts biegen. Das könnt ihr von meinen anderen Videos, die biegen sich nach rechts. Machen wir jetzt einen Umschlag, zwei Maschen
rechts verschränkt, ich steche da von hinten. Und zwei Maschen. Was habe ich denn hier gemacht jetzt? Zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen links. Okay, zwei linke Maschen. Eins und zwei. Und wieder zwei Maschen zusammen. Ein Umschlag. Zwei Maschen hier von hinten rechts abstricken. Vergiss die Umschläge nicht, das ist sehr wichtig. Und die letzten zwei Maschen stricken wir links. Jetzt die nächste Stricknadel, zwei zusammen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts, hier von hinten stechen. Eins und zwei. Und zwei Maschen links. Das war ein Rapport wieder. Und das zweite Rapport. Zwei Maschen zusammen. Ein Umschlag, sehr wichtig, nicht vergessen. Zwei Maschen rechts von hinten. So einmal. Und das zweite Mal. Und zwei linke Maschen. Eins. Und zwei. Und das letzte Mal jetzt. Zwei Maschen zusammen. Ein Umschlag. Zwei Maschen rechts verschränkt. Und zwei Maschen links. Eins. Und zwei. Und noch einmal zwei rechts zusammen. Ein Umschlag. Zwei Maschen rechts verschränkt. Und zwei linke Maschen. Das war's. Das waren unsere zwei Runden. Ich hoffe, ich habe euch das so langsam gezeigt, dass du das dir aufschreiben kannst, könntest oder merken. Wie du siehst, so sieht unser Muster aus. Ich finde diese Muster ganz toll, wirklich für Handschuhe auch oder für Stulpen geeignet. Und ich glaube, ich würde das für Socken auch verwenden. Aus dieser bunte Wolle kann man ganz tolle Socken mit diesem Muster stricken, ganze Socken. Kann ich mir gut vorstellen, dass das gut aussehen würde. Ich hoffe, das war langsam genug. Ich war am Überlegen, ob ich euch zeige irgendwann, wie man Yoga-Socken stricken kann. Das ist auch ganz, ganz einfache Sache. Und ich glaube, ich würde das machen. Ich würde das für euch machen, und zwar sogar mit dieser Wolle würde ich weiter stricken und dann euch das einfach zeigen, wie man diese Yoga-Socken strickt. Weil das ist wirklich auch ganz einfach, da haben wir keine Spitze und keine Ferse. Und viele von euch machen gerne Yoga. Okay, das war's für heute. Ich habe jetzt letzte Wochenende sehr viele neue Projekte für euch ausgesucht. Mit Muster und auch mit Tuch wieder. Langsam würde ich euch das alles zeigen. Ich würde mich wieder freuen, wenn du wieder vorbei bei mir schaust und mich weiterempfehlen kannst. Für diesen Moment sage ich erstmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.